Beleidigungsbestie! An alle Rufzeichen. Landung gefahrlos möglich. Schaffen wir uns das Ding vom Hals. Das ist der letzte. Ach, Scheiße! Phoenix and Rescue. Wir haben hier Storks. Könnt ihr uns sehen? Sieht auch ein Liberal auf, Phoenix. Halte durch. Wir verlagern einen Raven an eure Position. Kümmert euch um die Waffe deines Vaters und macht dem Spuk ein Ende. Okay, lauf! Rüber zum Gebäude. Jetzt! Marcus, kann ich fragen, wie... Die Bombe funktioniert? Hat mein Vater es dir nicht gesagt? Nein. Tom, ich will's nur wissen. Bringen wir erstmal das hier zu Ende.
Seht euch hier bloß mal um. Ich dachte, ich kannte Prescott. Es macht mich krank zu wissen, dass er all die Jahre diese Billionen-Dollar-Zuflucht hatte, während wir hungern und sterben. Aber er ist die ganze Zeit bei uns geblieben. Das verstehe ich nicht. Der Professor sagt, wir wären alle mit dem Leuchtscheiß infiziert? Alles und jeder. Die Emulsion ist eine parasitische Lebensform. Verdammt. Der beschissene Wundersprit lebt. Kann er wirklich alles töten? Hey, wir haben den ganzen Weg wegen Marcus Vater gemacht. Etwas Vertrauen wäre angebracht. Tja, zumindest sterbe ich mit dem Wissen, dass ich recht hatte. Du wirst nicht sterben, Bert. Niemand wird hier sterben. Hat dein Vater dieses Bombending getestet, Marcus? Können wir das verdammte Gelaber abschalten? Klar, Vertrauen. Okay, wird gemacht. Wir sind da. Wir müssen nur noch um dieses Gefecht herumkommen. Ich höre es, Marcus. Und Myra ist dir auf den Fersen. Sei vorsichtig. Ja, sie saß uns die ganze Zeit im Nacken. Wende mich gleich. Alle.
Das war der letzte von Ihnen. Vater, wir sind auf dem Weg nach oben. Na los, rein da und verbarrikadiert die Türen. Wenn wir alle eine Dosis von dieser Leuchtemulsion abbekommen haben, wirkt dann die Bombe deines Vaters nicht auch auf uns? Du weißt schon, tödlich? Denkst du, das würde er riskieren? Es wird funktionieren, keine Sorge. Vertrau mir, Corporal Baird. Ich habe sie getestet. Los, schnell! Das wird die Stalks nicht stoppen. Das ärgert die Drudges bloß ein paar Minuten. Das muss reichen. Dad, wir sind drin. Die Leuchtenden sind hinter uns. Wo ist dein Labor? Auf dem obersten Stock. Achtet auf Königin Miramarker. Sie ist außer sich. Vater, was hat Mira vor? In deiner Nachricht stand, sie weiß nicht, dass du die Locust nicht retten kannst. Auch für die Locust ist es die letzte Schlacht, Marcus. Die Vorrichtung wird die Emulsion abtöten, aber auch die Locust schädigen. Ich kann darin keinen Nachteil sehen. Ich brauche mehr Zeit. Genau wie der E-Day. Ja, wir sprechen drüber. Warte. E-Day? Wovon zur Hölle redet er da? Was wollt... Still, Leute. Grubs voraus. Fuck, schleichen wir uns etwa an ihnen vorbei? Wir haben eine Rechnung zu begleichen. Ja, haben wir. Überraschung, ihr Wichser! Wir sind zurück! Ich sehe die Aufzugkabine nicht. Sie muss oben sein. Prima. Scheiße.
Wofür haben Sie das bloß gebaut? Das ist ja ein Palast. Danke, Prescott. Jetzt weiß ich, wo die Steuern sind. Oh, Scheiße. Bert, reparier das. Marcus, ich habe so viele Tote zu verantworten. Jetzt kann ich wenigstens etwas wieder gut machen. Du hast den Krieg nicht begonnen. Du beendest ihn. Ich dachte einmal, ich kann uns aus der Scheiße herausreden. Was passiert, wenn dieser Leuchtkiller losgelassen wird, Professor? Werden wir irgendwas spüren? Das hängt davon ab, wie stark die Emulsion die Zellen beeinflusst hat, Damon. Hast du Fieber? Starke Muskelschmerzen? Nein. Dann ist es okay. Oder auch nicht so okay. Verflucht, Jack! Wo bleiben die Aufzüge? Wir machen ein kleines Päuschen. Auf geht es auf der Land. Mein ja nur. Ach, schön! Mir sagen. Das Nationalmuseum von Ephira. Prescott hat beschissene Statuen gerettet, anstatt uns. Schön. Los, machen wir sie platt! Haltet sie von den Aufzügen! Anja, bist du okay? Mir geht's gut, keine Sorge. Paul, wir sind im Stock über dir. Wir kommen rauf, Marcus. Thank you.
Stockwerke unter dir. Ich kann die Locust direkt vor meiner Tür hören. Sie warten auf euch. Dann werde ich sie nicht enttäuschen. Irgendwo hier verankert sein. Das wird das Gebäude destabilisieren. Besser als gegrillt zu werden.